Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute testen wir die Air Gloves. Das sind Handschuhe, damit ihr im Winter auch euren iPod bedienen könnt und damit euch nicht die Hände abfrieren. Auf der IFA haben wir bei einem Spiel mitgemacht. Wir waren zweimal auf der IFA an zwei verschiedenen Tagen. Und an dem zweiten Tag haben wir dann diese Handschuhe gewonnen. Man musste die Handschuhe anziehen und dann mit seinem iPod, iPhone, iPod, iPad einen Text schreiben, den sie hochgehalten haben. Und ich war eigentlich der Schnellste beim Schreiben. Doch, mein iPod ist in letzter Sekunde abgekackt. Und da die halt so nett waren, haben sie uns trotzdem ein paar geschenkt. Das Besondere an diesen Air Gloves ist einfach, dass in den Handschuh feine Silberfäden eingenäht sind, in denen man halt seine Apple-Geräte bedienen kann. Bei anderen Handschuhen ist halt das Problem, dass man sie ausziehen kann. Bei denen ist es so, dass halt die Wärme geleitet wird und dass man sie halt trotzdem, ohne die Handschuhe mühselig ausziehen zu müssen, das Gerät benutzen kann. Wie man hier sieht, ist es sehr leicht, durchs Menü durchzuswitchen. Doch das Schreiben ist ein bisschen schwerer, weil man nicht so gut die Tasten drücken kann. Aber es klappt auch gerade noch so. Wir hatten euch ja versprochen, einen Test zu unseren Combat Fall Nation zu machen. Doch da so viele YouTuber dieses Spiel schon getestet haben, braucht es jetzt für uns nichts, es auch zu tun. Daher wollen wir diesen kurzen Test oder ein kurzes Review in dieses Video noch reinpacken. Modern Combat Fall Nation hat ein neues Design, eine neue Grafik, einen neuen Online-Modus und natürlich eine neue Kampagne. Der Online-Modus ist der größte Bestandteil des Spiels, weil er hat große Welten, viele Waffen, natürlich auch die gleichen Waffen, die es auch in der Kampagne gibt, und neue Gegner oder neue Extras, wie zum Beispiel Wurfmesser. Die Kampagne hat 13 bis 14 Level, ich weiß nicht so genau. Ich bin beim 13. Level und habe jetzt schon 5 Stunden gespielt. Also es ist nicht sehr viel und es neigt sich bald dem Ende. Also das hätten sie länger machen können. Die Waffen kann man natürlich auch aufrüsten. Dazu hat man sehr viele Möglichkeiten. Oben links in der Ecke ist auch neu, dass dort ein sogenannter Radar ist, wo man drauf sieht, wo Gegner sich befinden. Als ich das Spiel angefangen habe, fand ich die Steuerung ziemlich scheiße. Also da fand ich die von dem Spieler von Modern Combat 2 besser. Doch dann habe ich gemerkt, dass man sie auch in Optionen umschalten kann. Bei Modern Combat kann man auch noch Extras kaufen, so wie zum Beispiel ein doppelt so großes Magazin oder Schutzwesten oder stärkere Munition und so weiter. Im Online-Modus sowas wie Raketenwerfer und so weiter. Ja, das war Modern Combat und jetzt geht's wieder weiter mit den Igloos. Wie man bei Modern Combat gerade gesehen hat, kann man auch mit den Handschuhen gut spielen. Auch hier bei Fruit Ninja kann man die Früchte gut zerschneiden. Okay, das war's von den Air Gloves. Die kosten ungefähr 20 Euro, aber ich glaube, es gibt die nur in England zu kaufen. Sind aber auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, dieses gleiche Prinzip gibt es auch noch bei anderen Handschuhen hier in Deutschland. Ja, vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Gegenüberstellung zu anderen Handschuhen. Wenn wir welche finden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.